Katrin und ihr seid ja auf meinem Kanal Chaos und Tour gelandet und zwar bei einem neuen Unboxing. Wenn ihr wiedergekommen seid, herzlich willkommen zurück und wenn ihr neu seid, dürft ihr total gerne den Abonnieren-Button drücken. Hier kommen noch ein paar sehr, sehr spannende Videos in nächster Zeit, vor allen Dingen ein paar sehr spannende Unboxings, aber auch Tutorials, How-Tos und natürlich Whip-and-Chats und True-Crime Whip-and-Chats nicht zu vergessen, die True-Crime-Zeit sonntags. So, ich habe heute mal wieder ein anderes Unternehmen. Ich habe euch ja gesagt, ich teste so ein bisschen Unternehmen durch mit dem Blick darauf, dass sie lizenzierte Artwork vertreiben. Ihr wisst, das ist mir sehr wichtig. Ich bin nicht die Urheberrechtspolizei, aber auf meinem Kanal möchte ich euch Möglichkeiten zeigen, wo ihr lizenzierte Artwork bekommt und hochqualitative Diamond Paintings. Und zwar ist es Craft Ease. Craft Ease hat gestartet mit Malen nach Zahlen und da ist ja nun Diamond Painting nicht so weit weg und haben jetzt einige Kits eben auch im letzten Jahr zu Diamond Paintings gerendert und konvertiert und da habe ich mir gedacht, das probiere ich mal aus. Das ist die Homepage craftease.com, ich verlinke sie euch natürlich aber auch nochmal unten in der Infobox. Es kommt in so einer Box, die hat ein bisschen gelitten im Transport, die war in einer Folie drin. Also nicht nochmal im extra Außenrumkarton, wie es zum Beispiel bei Diamond Art Lab ist, sondern eine Folie drumherum und hat hier ein bisschen im Transport gelitten. Der Versand ging relativ zügig für aus Amerika, ich glaube 10 Tage. Müsste ich aber nochmal nachgucken. Hier sehen wir, dass es ab 5 Jahren gemacht werden kann. Mit den kleinen Steinchen, ich weiß ja nicht. Okay. Bis zum Alter von 90 hat man Spaß dran. Und die Artwork ist von unabhängigen, hart arbeitenden Künstlern erstellt worden. Wie gesagt, da lege ich hohen Wert drauf, weil wenn wir die Künstler nicht bezahlen oder niemand die Künstler bezahlt, dann haben wir bald keine Kunst mehr, oder damit Paintings machen können und mit ihnen arbeiten können und die wir genießen können. So, hier gibt es nochmal einen Guide, hier was drin ist. Es ist natürlich eine Leinwand drin, es sind alle Steinchen drin, die ihr braucht. Ein Schiffchen, zwei Applikatoren, zwei Stifte, es sind Pinzetten drin und es sind Application Gums, Wachs drin. Und dann schauen wir mal rein. Hier steht es auch nochmal. How is Craft Ease different? We actively promote independent artists and collaborate with them by remunerating them for their hard work and inspiring art. Also, da kriegen sie Geld für, werden dafür bezahlt. Schauen wir mal rein, was in der Box drin ist. Und da sehen wir, ich hatte mich nämlich schon gewundert, weil ich ja zwei bestellt hatte, warum ich nur einen Karton kriege und da sind beide drin. Finde ich aus umwelttechnischen Gründen gut, wenn die Leinwände nicht gelitten haben. Die sind auch nicht nochmal eingeschweißt, das finde ich auch gut. Gesagt, wir haben in dem Hobby sowieso so viel Plastik. Wenn wir da Plastik sparen können, bin ich dabei. Und das sind zwei Bilder. Wie ihr seht, ist es Poured Glue, darum ist es auch nicht so schlimm, dass die zusammengerollt da drin zusammen sind. Und so wie es aussieht, ist ihnen auch nichts passiert. So, wir fangen mit dem hier an. Gucken wir erstmal. Hier haben wir unser Toolkit. Gehen wir als erstes mal rein. Können wir von außen sehen, das ist ein weißer Stift mit einem Mehrfachsetzer. Das ist, müsste ein Sechsfachsetzer sein, ist aber ein breiter. Mit denen kann ich nicht so gut arbeiten. Ich mag die schmalen lieber. Hier ist ein Dreifachsetzer drauf auf dem Stift. Also ihr habt zwei Stifte, könnt also zu zweit an dem Bild arbeiten, wenn ihr möchtet, als Familienaktivität. Super Idee. Finde ich gut. Kann man nämlich auch super mit Kindern zusammen machen. Hier haben wir unser Wachsplättchen. Das ist relativ durchsichtiger Wachs. Nicht mein Favorit. Und zwei hellblaue Squishies. Bald alle Farben des Regenbogens auf Squishies. Also, das ist das Toolkit. Ah ja, hier noch. Und eine Pinzette. Das ist eine sehr günstige. Also, das ist eine ganz leichte Pinzette. Ja. Die lege ich mir zur Seite für Zecken beim Hund oder so. Oder als Reisepinzette. Genau. Aber Toolkits haben wir ja genug. Ich finde es mal gut, wenn man sich mal aussuchen könnte, ob man ein Toolkit dabei haben möchte oder nicht.
Ich finde es gut, dass in jeder Packung immer überall Toolkits dabei sind. Gerade für Anfänger, du hast alles, was du brauchst beim Diamond Painting dabei. Aber wer viel Diamond paintet, der weiß, er hat super viele Stifte, er hat super viele Schiffchen. Wobei viele Schiffchen gut sind, wenn du mal Konfetti hast. Super mehr Wachs, als man jemals verbrauchen könnte und mehr Pinzetten, als man in einem normalen Haushalt braucht. Und darum fände ich es ganz gut, wenn man sich aussuchen könnte. Wenn ihr ein Unternehmen kennt, bei dem das geht, her damit. Bescheid sagen. Hier haben wir die Steinchen und hier das Painting. Steinchen sind schon ausgerollt, sind in größeren Taschen, also größeren Beuteln, nicht in lauter kleinen Mini-Beuteln. Auch das ist wieder der Umwelt zuliebe sehr gut. Und hier haben wir die Nummer auf dem Painting, also in der Legende, die gucken wir uns gleich mal an. Und die DMC-Nummer? Nee, das ist die Bildnummer. Ah, damit ihr immer wisst, auch pro Beutel, zu welchem Bild das gehört. Das finde ich gut, falls mal was durcheinander gerät. Sehr gut, gucken wir uns gleich an. Jetzt gucken wir uns erstmal das hier an. So. Na. Dass es keine Lust ist, verkehrt rumzurollen, obwohl es gegossener Kleber ist. Und das Painting sieht gut aus. Also wir haben hier River in der Folie. Also die Knicke sind nur in der Folie. Die, ja, der Kleber hat nicht gelitten. Das ist perfekt, nur da leidet. Ist das nicht so schlimm. Deshalb, wenn ich zwei Paintings mit doppelseitigem Klebefolie so verpackt bekommen würde, würde ich schreien. Aber da passiert nichts. Deshalb der Umwelt zuliebe finde ich das gar nicht so verkehrt. Am Anfang habe ich erstmal Schreck gekriegt. Wir haben eine Legende hier auf der Seite. Es ist keine weitere Legende jetzt dabei gewesen, die wir uns kopieren oder als Aufkleber draufpacken könnten. Wir sehen hier 28 Farben. Muss ich halt hier von Foto machen und das dann drucken. Oder was man auch machen kann, wenn keine separate Legende dabei ist, einfach die Zahlen auf die Container schreiben. Und dann nach der Legende auf dem Bild painten. Das werde ich wahrscheinlich machen. Ich habe keinen Sticker-Maker, ich mache das dann so. Bei 28 Farben ist das nicht so schlimm. Hier sehen wir nochmal, es ist 45 x 45 cm groß. Und das ist das Bild, wie es werden soll. Finde ich schön. Fand ich sehr schön. Mal ein bisschen raus. So, hier ist die gutste. Ich gucke gerade mal drauf, das Rendering. Ja, es ist halt nicht groß. Ja? Deshalb rechne ich hier nicht mit super viel Detailtreue. Es sind runde Steinchen. Und was bei Crafties dabei ist, ist, dass jedes Bild eigentlich noch Sondersteinchen hat. Ihr seht hier das, was hier so orange markiert ist. Das Plus und der Pfeil hier. Das sind Sondersteinchen. Und die kommen... Mal doch mal Plus und Fall nach oben. Fall nach oben hier. So ein bisschen und hier in der Blume. Und das Pluszeichen ist... Sieht es jemand? Hier unten. Hier. Hier in dem Blütenblatt. Blütenblatt. Hier, hier im Blütenblatt. Hier im Blütenblatt. Da ist das Pluszeichen drin. Hier ist der Pfeil drin, also auch hier Sondersteinchen, hier, hier, hier. Da müssen wir gleich mal nachgucken. Das interessiert mich jetzt tatsächlich sehr. Gucken wir uns doch mal die Steinchen. Gucken wir uns mal an. Die sind hier auch nach Nummern, wie auf der Legende, sortiert. Also fangen wir doch auch mit der 1 an, wenn ich sie finde. Ja. So. Ein bisschen näher ran. Die 1. So ein ganz dunkles Lila. Wir werden sehr viel Lila-Töne drin haben. Hier das Blaubau, das kommt bestimmt in die Haare. Die DMC-Nummer steht jetzt hier auf dem Beutel nicht mit drauf. Die DMC-Nummer müsstet ihr dann hier an der Legende raussuchen. Das heißt, die 1 ist die 154. Wird beim Downkitten ein bisschen schwierig, also danach, wenn ihr die verwahren wollt, aber okay. Wie gesagt, so kann man Müll sparen. Dann die 2. Also die Nummer, wie gesagt, ist die Nummer des Paintings, des Artikels, zu dem es gehört.
damit es nicht verloren geht. Hier ist ein bisschen weniger Kontinent. Das müsste schwarz sein, oder? Die 6 ist die 310. Natürlich, ich erkenne eine 310, wenn ich sie sehe. Genug Tinte. So, da gucken wir mal. Oh, guck mal, da ist ein kleiner Ausreißer. Der kommt von hier und hier ist dafür ein schwarzer Ausreißer drin. Die haben sich, die haben die Plätze getauscht. Es sieht soweit gut aus. Die Steinchen haben auch viele Facetten oben drauf. Das heißt, die werden wahrscheinlich richtig gut auch blinken nachher im Bild. Aber ich sehe es, wo ich sage, oh Gott. So. Blautöne. Viel. Lila und graublau, rosa, weiß. Ist irgendwie, oh, jetzt ist ein helles Bild. Ankommt es. Ist ja normalerweise nicht so mein Ding, aber ich fand das Bild halt sehr schön. Und die haben wir dreimal, die Farbe. Die gibt's dreimal. Das ist, glaube ich, außenrum. Außenrum hier, das hier. Die ist ähnlich. Die. Und die. Und dann hier weiter, die 19. Das sind unsere ersten Spezialsteinchen, und zwar sind das Straßsteinchen. 19, das ist das Pluszeichen. Sehr helles. Cool. Also, wie gesagt, bei Craft East keine EB-Steinchen, dafür Spezialsteinchen. Also Straßen oder andere. So, und hier ist Nummer 2. Das ist so fast rot. Yay. Und hier eine große Packung weiß. Das kommt alles hier rein. Und in ihr Gesicht. Also, das ist das Bild Nummer 1. Ich erwarte, wie gesagt, jetzt keine Wandering-Wunder. Hoch. In der Größe. Ist es fast, wie gesagt, schon ein Snack-Painting für mich. Aber zum Ausprobieren, wie gesagt, ich wollte die Firma mal für euch testen und das werden wir auch. Wir werden das dann mal, ich werde das mal painten, entweder mit euch zusammen oder alleine mal gucken. Und euch dann hierzu natürlich eine Review machen, wie so das Painting-Erlebnis mit meinem ersten Craft E-Set war. Und jetzt packe ich das mal weg und wir holen das zweite. Und da sind wir wieder mit Nummer 2. Auch hier die Steinchen und das. Oh, da sind mehr Steinchen und was. Naja, kommen gleich beim Rausbauen raus. Das gleiche Set nochmal. Und hier sind die ersten Steinchen. Steinchen. Da gucken wir gleich noch zusammen durch. Ihr seht sehr viel schwarz oder zumindest dunkelblau. Und den muss ich tatsächlich einmal für euch falsch rum aufrollen. Oh, genau, zur Leinwand habe ich euch noch nichts gesagt. Zum, also, die Leinwand ist so ein fester Stoff, also kein Stoff, festes Plastik, ihr hört es auch schon. Und was ich natürlich nicht so geil finde. Und wir hängen es eh auf, wir schneiden es eh in das Rahmen, aber seht ihr, das ist hier nicht wirklich, das ist nicht gerade geschnitten. Und das erwarte ich bei einem preisigen Diamond Painting zumindest, dass man es gerade abschneidet. Die Zeit sollte man sich nehmen, finde ich. So. Hier Nummer 2. Das ist, glaube ich, tatsächlich eins, was sich mal nach Zahlen super macht. Gucken wir mal hier rein, wie es aussehen soll. So ein bisschen so eine leuchtende Qualle mit Fischen außenrum, so ein bisschen Fantasy unter Wasser. Das macht sich als mal nach Zahlen bestimmt super. Wie gesagt, das ist denen ihre Hauptqualifikation. Das ist das, was sie hauptsächlich machen und wo sie auch die meisten Bilder von haben. Und ich dachte, ich probiere das mal als Diamond Painting aus.
Das ist auch nur 45 mal 55. Was ich mal machen könnte, ist mal abmessen. So, ich habe zwar gerade kein Maßband zur Hand, aber ich habe einen Zollstock gefunden. Und dann gucken wir doch mal tatsächlich. Wie breit soll es sein? Es soll 45 mal 55 sein. Ja, ist es nicht. Es ist 40. Die ganze Leinwand ist 45. Das finde ich scheiße. ich finde immer, weißt du, was ihr kauft, das bezahlt ihr. Und ich finde, das Drillfield sollte, also die Klebefläche sollte das Maß sein. Und das ist 50. Mir kam das schon so klein vor. Und 55 ist die ganze Fläche. Beim anderen wird es wahrscheinlich genauso sein. Ich hole es nochmal her. Das finde ich jetzt nicht so gut. Und da ist es auch 40 und es sollte 45 sein mal 45 und es ist 40 mal 40. Okay, nur dass ihr es wisst, also ihr müsst vom Maß nochmal 5 cm abziehen für den Rand. Ich vergesse immer zu messen, weil ich das bei Diamond Art Lab nicht muss. Und bei Dreamer Designs auch nicht. Okay, also. Hier ist die Legende. Farben und ihr seht hier das Blaue und das Gelbe hier. Das sind wieder Spezialsteinchen. Und wir gehen nochmal ans Döfel dran, gerade so in den, mal so rein, gerade so im dunklen Bereich. Das ist gut. Also da sind, ja, die sind ähnlich, aber da sind die Symbole sehr unterschiedlich. Das ist okay. Das ist auch klar. Sehr klar. Den U-Turn-Pfeil hier finde ich ja. Und das H daneben. Ach, weil es die gleiche Farbe ist oder ähnliche. Den finde ich ja lustig. Den finde ich ja lustig. Gebt ihr euren Symbolen auch beim Painten Namen. Buchstaben viele. Also viele Buchstaben. Ein paar Symbole. Die Herzen finde ich ja süß. Und hier draußen ist Color Blocking on. Ups, Entschuldigung. Color Blocking on its best hier außen. Ne? Gut, dann gucken wir uns mal die Steinchen an. Wo ist denn da die 1? Da. Ja. Das war zu nah. So. Also einmal. Auch hier wieder, ne, die Zahl auf dem Legende und daneben die Zahl des Bildes, oder die Artikelnummer. Und hier haben wir Bordoro, Lilla, hier in der Szene. Und hier sind unsere ersten Spezialsteinchen. Das ist die 5, die 195 und das ist das Symbol S. Die Straßsteinchen hier, da können wir direkt mal gucken. S haben wir hier überall, wo gelb ist. Also alles, was hier gelb sieht, hier, 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 hier um die Fischchen rum, hier oben und auch hier unten ein bisschen. Okay. Gucken wir mal weiter. So. Lila-Töne, viele rot. Was ist da passiert? Guck mal. In dem Rot haben sich Strasssteinchen von gerade eben verirrt. Ich hoffe, das Rot reicht dann. Von da nach da verirrt. Auch nicht schlecht. Okay, mal gucken. Oh, das ist die 8. Das ist der Fall nach links. Okay, da brauchen wir nicht so viele von. Nee, das sind wirklich eine Handvoll. Okay. Blau. Noch ein Blauton. Und jetzt kommt unsere Farbe, die außen rum ist. Das hier. Ja, das L. Das ist die 939. Also dieses sehr dunkle Blau, fast schwarz. Und davon haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halleluja. Ich glaube, da kommt noch eins. 2, 9, 10. Check. So. Das sind schöne Minttöne.
Yay, rosa. Und hier kommen nochmal Spezialsternchen. In blau. Und da gucken wir mal, wo die kommen. Oh, schönes Blau. Das ist der Fall nach oben. Das ist hier. Hier, das Blau. Da, da, da ein bisschen. Hier, hier. Also so komplett hier einmal so durchgesprenkelt sozusagen. Okay. Dann haben wir hier nochmal ein Blau. Wir haben hier ein Rosa. Mehrere rote Töne. Lila. Peachton und ein bisschen Weiß. Und das waren unsere Farben. Ja. So. So, jetzt haben wir uns beide angeguckt. Kurz mein erster Eindruck. Dass sie zusammen in einer Box verschippt werden, dadurch, dass es gegossener Kleber ist, ist es kein Problem. Finde ich vom Umweltaspekt her gut. Die Toolkits finde ich gut, dass zwei Stifte drin sind. Die Pinzette, gerade bei runden Steinchen, hätte man sich sparen können. Und das Wachs ist auch nicht so qualifiziert, aber das Schiften sieht sehr gut aus. Schöner langer Schnabel, schöne Rillen. Okay, beim Toolkit kann man sich so viel falsch machen. Ansonsten haben wir ja genug von dem Zeug zu Hause. Der Kleber sieht gut aus. Die Symbole, also die Klarheit der Symbole, auch super. Das Rendering, okay, das werden wir sehen. Es sind keine Hilfskreise drauf, das habe ich vergessen zu sagen. Wir haben keine Hilfskreise. Es sind ja runde und es sieht aus wie ein eckiges Feld. Es sind keine Hilfskreise drauf. Ob die Symbole zu groß sind, werden wir sehen, wenn wir Steinchen draufsetzen. Das mag ich dann gar nicht, wenn die Symbole an den Steinchen rausgucken. Das werden wir dann beim Pinden sehen. Deshalb werde ich die auch relativ hoffentlich bald in Angriff nehmen und euch auf jeden Fall eine Review zu einem von den beiden zeigen. Weil das ist für mich nochmal so ein Kriterium. Das Rendering sieht okay aus. Wie gesagt, in der Größe kann man nicht viel erwarten. Dass die Steinchen nicht nochmal in Folie sind, finde ich gut. Ich finde es gut, dass eben die Nummer drauf ist, sodass man sie auseinanderhalten kann. Also zu welchem Painting es gehört. Dass die in großen Tütchen sind, finde ich auch gut. Auch wieder aus Umweltaspekten. So, dass das Painting hier nicht so wirklich gerade geschnitten ist, finde ich nicht so geil. Ich finde, also wenn, dann rahmt man es ja sowieso, schneidet man eh den Rand ab, aber nee, finde ich nicht so gut. Nicht für den Preis. Und jetzt kommen wir zur Preise, zur Größe. Der Preis ist, finde ich, für die Größe okay, ja, kann man drüber reden. Die Größe. Ich gehe einfach davon aus, ab einer gewissen Preiskategorie oder im Allgemeinen möchte ich, dass die Größe des Bildes, bitte die Größe des zu pendenden Bereiches oder bependbaren Bereiches widerspiegelt. Wenn ich die Größe eines Bildes angebe und damit die komplette Leinwand meine, fühle ich mich immer so ein bisschen vergackeiert. Also, das ist so ein großer, fetter Minuspunkt, der gerade im Raum steht für mich persönlich. Einfach, dass die Größe der Leinwand oder das, was ich kaufe, bitte auch die Größe wirklich des Paintings sein sollte und nicht der kompletten Leinwand. Ansonsten sehen die Sachen für mich gut aus. Der Versand hat gut geklappt. Kein Zoll gezahlt, also keine Mehrwertsteuer. Oder ist nicht im Zoll hängen geblieben. Das hat alles super geklappt. Der Versand war relativ fix. Ich werde von denen auf jeden Fall noch ein Paint by Numbers irgendwann mal ausprobieren, weil mich das tatsächlich interessiert. Und dann werde ich die zwei für euch mal anpainten. Oder mal painten. Anpainten mag ich nicht so gerne, weil ich nicht so gerne so viel angefangene Bilder bei mir rumliegen habe. Und dann werden wir sehen, wie das tatsächlich sich mit den Symbolen verhält. Okay, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal ein anderes Unternehmen auch mal wieder zu sehen. Craft Ease. Ich verlinke euch das Unternehmen unten in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr neue Unternehmen auch sehen wollt, also was heißt neue Unternehmen, weitere Unternehmen, die ich so finde, wenn ihr Ideen von Unternehmen habt, wo ihr sagt, die arbeiten mit lizenzierter Artwork, Katrin, probiert die doch mal aus, zeigt doch mal davon was, ab in die Kommentare damit. Und da bin ich euch sehr dankbar drum. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen hoch. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr sehr gerne hier den Abonnieren-Button und das Glöckchen betätigen. Völlig kostenlos. Yay! Ich freue mich, dass wir schon so viele sind. Ja,
Und ansonsten bleibt bitte gesund, bleibt kreativ und immer super entspannt. Und wir sehen uns demnächst hier auf diesem Kanal wieder. Bis dahin. See ya! So, ich konnte dann doch nicht anders und habe es mal doch angepaintet. Ich habe mal ein paar Steinchen gesetzt, weil ich sehen wollte, wie die Qualität ist. Und die Qualität der Steinchen ist gut und des Klebers. Sie lassen sich super setzen. Sie sitzen nah beieinander und sind sehr gleichmäßig. Wir können hier mal gucken. Ja, also sehr gleichmäßige Steinchen. Gute Qualität, würde ich mal schätzen. Es sind auch Harzsteinchen, ihr seht hier. Seit rückwärts, da seht ihr, das sind Harzsteinchen. Ne? Das kann man da ganz gut sehen. Schön geschliffen. Und sehr, sehr gleichmäßig. Legen sie schön ins Schiffchen. Und auch auf die Leinwand. Ein bisschen mehr rein. So, hier unten habe ich ein bisschen was gemacht, mal eben kurz. Und, na, den habe ich nicht richtig gesetzt hier. Die lassen sich schön gleichmäßig setzen. Sie klicken fast schon ein, also sie sind sehr nah beieinander. Durch den Putzlo dürfte da keins plöppen, das wird man dann im Laufe des Paintings sehen. Ließen sich gut setzen, der Kleber ist schön. Und die Symbole sind komplett verdeckt, ne? Und ihr seht, das war das Herzsymbol, was ich gemacht habe. Das ist ein, ja, ein relativ großes Symbol, ne? Und auch ohne Hilfskreise. Und die Symbole werden hier gut verdeckt. Also da kann man nichts sagen, da kann man auch nicht meckern. Möchte ich auch gar nicht. Genau. Also das Pluspunkt. Gut, meine Lieben. Jetzt aber. Tschüssi.